Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens und ich habe heute ein kleines Technikvideo für euch. Und zwar geht es um einen Vergleichstest zwischen dem DJI Osmo Mobile 3 und dem Mosa Mini MX. Getestet werden die beiden Smartphone-Stabilisatoren mit folgendem Setup, und zwar dem iPhone 11 Pro Max in dem Case von Polar Pro und dem dazugehörigen Filter, variabler ND-Filter, den wir für unseren Test an unserem iPhone vor die drei Objektive montieren werden, sodass wir wie bei einer Sonnenbrille das reinfallende Licht auf das Objektiv reduzieren können, sodass wir beim Film mit der Smartphone-Kamera eine gewisse Tiefenschärfe erreichen. Das Gewicht des gesamten Setups, iPhone 11 Pro Max plus Hülle plus variablen ND-Filter, liegt bei 288 Gramm. Die maximale Traglast beim DJI Osmo Mobile 3 liegt bei 230 Gramm und beim Mosa Mini MX bei 280 Gramm. Kleiner Disclaimer am Rande, das ist kein gesponsertes Video. Alle Produkte, die ihr hier seht, habe ich von meinem eigenen Geld gekauft. Ich möchte lediglich meine persönliche Meinung über diese Produkte mit euch teilen. Getestet wird unter freiem Himmel mit denselben Voraussetzungen. Als erstes den Handheld-Modus, das heißt nur mit dem iPhone 11 Pro Max ohne Gimbal. Danach werden wir das DJI Osmo Mobile 3 testen und im Anschluss dann das Mosa Mini MX. Im Anschluss werde ich mir dann die Aufnahme am Monitor zu Hause anschauen und die ganze Sache bewerten und euch meine persönliche Meinung zu den Aufnahmen dann noch kundgeben, welches mir persönlich halt sehr gut gefällt. Dann lasst uns erstmal fix rausgehen. So, kommen wir nun zu meinem persönlichen Urteil über den Belastungstest der beiden Gimbals. Ich fange mit dem Gimbal von DJI an, dem Osmo Mobile 3. Die Aufnahme ist sehr stabil geworden, trotz des hohen Setup-Gewichts von 288 Gramm. Haben die Motoren auf jeden Fall hervorragende Arbeit geleistet, sind auch nur mäßig warm geworden. Man muss dazu sagen, der Test ging auch nicht über einen längeren Zeitraum. Da würde es dann halt auch wieder anders aussehen. Speziell bei sehr hohen Außentemperaturen würde man da Probleme kriegen, wenn man jetzt für die Dauer von 20 bis 30 Minuten am Stück filmen würde. Da würden die Motoren halt sehr heiß laufen. Und nach einer gewissen Zeit schalten sie sich auch automatisch ab, sodass man dann auch keine Freude hat, wenn man jetzt ein wichtiges Ereignis filmen würde. Und zack, die Motoren gehen aus und man hat null Stabilität und das Handy kippt nach unten. Damit hat man dann halt auch nichts gewonnen. Bleibt man allerdings pur beim Handy, also das heißt,
das Handy nackt, iPhone 11 Pro Max, dann hat man halt ein Gewicht von 226 Gramm und das würde dann halt wieder innerhalb der Herstellerangaben liegen und da arbeitet das Gimbal wunderbar. Ich hatte nie Probleme damit, die Aufnahmen werden super flüssig, das Active Track arbeitet perfekt. Wo wir gerade beim Active Track sind, also die Technologie bei DJI beim Active Track 3.0 ist herausragend. Also das Verfolgen, automatische Verfolgen von Objekten oder Personen, nachdem man es auf dem Display markiert hat, das arbeitet so sensationell genau und zuverlässig. Da hat DJI auf jeden Fall gründlich seine Hausaufgaben gemacht. Großes Lob. So, kommen wir nun zum Moser Mini MX. Auch hier bin ich sehr zufrieden mit den Aufnahmen. Sie wurden gut stabilisiert, die Motoren haben kräftig gearbeitet, sie wurden auf keinster Weise sehr heiß, also ist alles im Rahmen. Man muss auch hier sagen, das Maximalgewicht wurde lediglich um 8 Gramm von dem Setup überschritten. Von daher hat sich das für mich nicht bemerkbar gemacht. Die Bauweise des Moser Mini MX unterscheidet sich hier etwas vom Osmo, da der Standfuß nicht wie beim Osmo unter dem Handgriff montiert wird, sondern etwas weiter vorne, wo der erste Motor zu sehen ist. Darunter wird über das 1/4 Zollgewinde der Standfuß montiert. Zum einen bietet es Vorteile, aber für den einen oder anderen auch einen Nachteil. Den Nachteil sehe ich darin, dass man beim montierten Standfuß etwas wenig Bewegungsfreiheit für den Zeigefinger hat. Da man den Zeigefinger für das Betätigen der Trigger-Taste am hinteren Teil des Handgriffs benötigt. Dadurch, dass der Standfuß direkt vor der Trigger-Taste montiert wird, ist der Spielraum halt ziemlich klein. Also bei Leuten mit etwas dickeren Knochen könnten die Zeigefinger etwas klaustrophobisch reagieren. Abhilfe könnte man beispielsweise mit einem 1/4 Zoll Stativadapter erreichen, indem man es zwischen Standfuß und Gimbal schraubt. Der Zylinder ist meist vom Durchmesser etwas kleiner und deswegen schafft man sich damit ein bisschen mehr Spielraum für den Zeigefinger. Falls ihr Interesse an diesem Lösungsvorschlag habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare, ich werde es gerne für euch testen. Meine persönlichen Highlights beim Moser Mini MX ist einmal die Tatsache, dass die maximale Traglast etwas höher ist, also bei 280 Gramm. Der Inception-Modus und der Vertigo-Modus, womit man sehr schöne Effekte erzielen kann. Und die Tatsache, dass man den Handgriff auch nur um 90 Grad aufklappen kann, was einem bei Filmaufnahmen zu mehr Stabilität verhilft. Ob das vom Moser so gewollt ist mit dem 90 Grad Ausklappen, das kann ich euch gar nicht sagen, da ich in den Werbevideos auch nichts darüber finden konnte. Ich habe das zufälligerweise für mich entdeckt und war mit der Lösung eigentlich zufrieden. Eure Meinung ist mir sehr wichtig, also wenn ihr mögt, schreibt mir doch in die Kommentare, welches euer Favorit war. Oder auch, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, bin ich auch gerne offen dafür. Auch wenn ihr nur ein Hallo sagen möchtet, bin ich immer für euch da. Hey, nun ist es geschafft, das ist mein allererstes Video auf diesem Kanal. Ich würde mich auch hier riesig über einen Kommentar von euch freuen. Eure Meinung ist mir sehr wichtig. Wie gesagt, schreibt mir einfach rein, was kann ich besser machen, was hat euch gefallen, was nicht so. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal zu einem neuen Technikvideo auf meinem Kanal. Euer Jens. Ciao.